Hallo und herzlich willkommen zu Franken im Dialog. Kleider machen ja bekanntlich Leute. Und Kostüme, die machen Helden. Was wäre zum Beispiel Batman ohne seinen berühmten Fledermausanzug? Oder Kaiserin Sissi ohne ihr bezauberndes Glitzerkleid? Nun wird über jene Künstler, die solche Kostüme in Maßarbeit anfertigen, nur selten berichtet. Zu Unrecht, fanden wir und haben uns deshalb einmal getroffen mit einer echten Gewandmeisterin. Einfache Mönchskutten, edle Gewänder, schockierende Masken. Mit dem Theaterstück Luther erlebt das Mittelalter im mittelfränkischen Feuchtwangen seine Renaissance. Und mit ihm die Mode aus der Zeit von vor 500 Jahren. Ein Blickfang sind sie jedes Mal, die Kostüme bei dem bekannten Kreuzgangspiel. Und sie steckt hinter dem guten Stoff. Also mein Name ist Marion Schultheiß. Ich bin hier bei den Kreuzgangsspielen seit über 20 Jahren und habe jetzt die Kostümabteilung wieder übernommen. Kommst du rum? Ich komme überall hin, wo ich will. Ich möchte lieber in einem kleinen Theater arbeiten, weil man kennt die Leute alle. Bei großen Theatern ist es dann oft so, dass man sich bei den Hauptproben, bei den Endproben erst kennenlernt. Der Kostümbildner entscheidet, wie sollen die Figuren aussehen im Stück. Und ich setze das dann um. Der kriegt noch so Ärmeldächer. Wir können nicht alles anfertigen, weil es viel zu viele Rollen sind und die Zeit zu kurz ist. Wir versuchen, möglichst viel zu machen. Wir müssen uns auch viel ausleihen. Es kommt immer darauf an, was können wir machen, was kriegen wir von anderen Theatern. Dann fällt es so. Am schwierigsten ist, die Situation richtig einzuschätzen, wie die Schauspieler mit ihrem Kostüm arbeiten, wie die Schauspieler im Stück arbeiten, wie die Stimmung also, ist. Also es ist sehr, sehr schön und ein Kostüm ist ja vor allem dazu da, dass man quasi in der Figur, also irgendwas hat, was die Figur unterstützt. Ich finde, am schönsten ist, wenn sich die Schauspielerin, der Schauspieler freut über seine Sachen, wie er aussieht, über seine Kostüme und dass die Zuschauer einen schönen Abend haben, dass einfach alles passt. Und jetzt nicht mit Nadel im Atelier, sondern mit Begleitung bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Marion Schultheiß. Hallo. Und der Schauspielerin Attiché Hanna Braun. Hallo. Hallo. Frau Schultheiß, Theater ja, Rampenlicht nein. Warum war der Beruf Gewandmeisterin trotzdem die richtige Wahl? Also für mich war Schneiderei erstmal die richtige Wahl und danach bin ich zum Theater gekommen, weil da die Herausforderung größer ist. Man hat eine breitere Anzahl an Kostümen, an Sachen, die man machen kann. Jetzt haben Sie uns hier ja ein sehr imposantes Kostüm mitgebracht. Vielleicht können Sie am Modell mal zwei, drei Besonderheiten davon erklären. Also das Kleid ist aus Samt ist der Mantel, aus Taft ist das Kleid. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel bei den Ärmeln Schlitze, die mit Bändern gehalten werden. Darunter schaut das Unterkleid raus und durch die Bewegung bekommt das Unterkleid immer mehr Weite und bewegt sich. Dann haben wir hier noch die Besonderheit von den Ärmeldächern, eine Variation von Ärmeldächern, die auch ganz oft bei Männerwämsen vorkommt. Jetzt steckt in so einem Kostüm natürlich eine Menge Arbeit. Mal Hand aufs Herz, wie viele Arbeitsstunden haben Sie in dieses Stück Stoff investiert? Das kann man nicht so ganz genau sagen. Also ich denke, es waren irgendwas zwischen 30 und 40 Stunden. Da ist sehr viel Handarbeit dabei, die ganzen Anproben. Manchmal funktioniert das dann auch nicht, was man sich vorstellt und man muss es dann nochmal ändern. Kurz zur Einordnung, sind diese 30, 40 Stunden das normale Pensum für so ein Kostüm oder ist das doch eher ein etwas aufwendigeres Stück gewesen? Das ist für aufwendige Theaterstücke, also Kostüme. Für aufwendige Kostüme ist das normal. Meist bei großen Barockkleidern ist es mehr. Mhm. Frau Braun, Sie sind als Schauspielerin ja schon in ganz unterschiedliche Rollen und damit auch in ganz unterschiedliche Kostüme geschlüpft. Wie fühlen Sie sich in diesem Kostüm? Sehr gut. Es macht Spaß, in so einem Kostüm zu spielen. Was macht daran Spaß? Naja, das wird geschnürt, das Unterkleid. Das ist ein weißes Unterkleid, das wird geschnürt.
und das gibt einem schon mal gleich eine andere Haltung. Also man hat schon gleich auch irgendwie so ein bisschen Figur und ein anderes Gefühl als so ein Alltagskleid. Und dass es so imposant ist, das hilft einem auch oder ist auch einfach schön. Jetzt sind Sie ja Ensemblemitglied im Stück Luther, das haben wir im Einspieler schon gesehen. Welche Figur spielen Sie in diesem Kleid? Dieses Kleid ist die, das ist die Figur, die Mätresse vom Papst, des Papstes, die ja auch eine relativ kleine Rolle, aber die immer in Begleitung mit dem Papst ist, die den Papst verführt und bestimmt auch, das wird nicht gezeigt, aber bestimmt auch ihre Macht hat auf, über den Papst und ja. Und inwiefern unterstützt Ihr Kostüm Sie dabei, in Ihre Rolle zu finden? Ja, also erstmal, wie gesagt, die Haltung, also dass es sich ganz anders anfühlt als Alltagskleidung und natürlich das Imposante, das ist eine reiche oder eine wohlhabendere Frau. Der Stoff glitzert, ja, es macht eine schöne Figur quasi. Da braucht man nicht mehr viel spielen. Folgende Situation, Frau Schultheiß. Man wischt sich mit der Hand durchs Gesicht, da ist Schminke dran, kommt dann ans Kleid. Wie lässt sich so ein Stück reinigen? Also Schminke ist nun mal kein Problem. Da gibt es das gute alte Spülmittel. Das löst Fett. Und da ist es nun mal kein Problem, die Schminke rauszukriegen. Wie oft wird in einer Spielzeit so ein Kleid dann tatsächlich gereinigt? Also das Kleid selber, das wird mal gereinigt, wenn es einen Fleck hat, wenn wir den gar nicht rauskriegen. Was öfter gewaschen wird, das ist das Unterkleid, das ist direkt auf der Haut. Das wird, wenn Schauspielerin denkt, es wird mal wieder Zeit. Oder wenn wir einfach sehen, es hat jetzt Schweißflecken, jetzt muss es. Und Frau Braun, kommen Sie ohne Hilfe rein in Ihr Kostüm oder brauchen Sie da ein bisschen Unterstützung? Da brauche ich Unterstützung. Also schon allein das Schnüren, das wird ja auch relativ fest geschnürt. Ich habe auch gemerkt, ich kann damit nicht rennen. Ich habe mal was vergessen in der Garderobe. Das ist ja ein kleiner Weg dann von der Bühne her. Bin ich gerannt und kam in Atemnot. Also es ist schon was anderes als. Ja, die Schlussfrage, die geht nochmal an Marion Schultheiß. Wenn Sie zurückblicken, was war das ausgefallenste Kostüm, mit Bitte um kurze Antwort, das Sie bislang gemacht haben? Eins der ausgefallensten war, keine Ahnung. Nein, es war eins der größeren, das war jetzt der Petruchio, der ziemlich aufwendig war. Aus welchem Stück? Aus Kiss Me, Kate. Schönes Schlusswort, der Petruchio aus Kiss Me, Kate. Und zu bestaunen gibt es die Kostüme von Marion Schultheiß und ihren Kolleginnen auch im nächsten Jahr wieder bei den Kreuzgangspielen. Vielleicht sind ja auch Sie dann live dabei. Das war's an dieser Stelle mit Franken im Dialog. Wir bedanken uns bei Gewandmeisterin Marion Schultheiß und Schauspielerin Attiché Hanna Braun. Ihnen zu Hause danke fürs Zusehen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.